Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind wieder am Leuchtfeuer hier und haben genug Holz gesammelt. Wir sollten das jetzt entzünden können. Neue Quest, die Leuchtfeuer. Oh je. So war das jetzt auch nicht gedacht. Ja, okay. Drake berichten. Oh, altes Wissen. Altes Wissen. Gut. So, huch, da liegt auch noch was, oder wie? Nee, ist Leiter gewesen, oder? Wahrscheinlich. Okay. In dem Fall. Ich habe hier vorhin noch kurz was gesehen. Da oben ist ein Stück Quarz an dem Stein. Stellt sich nur wirklich die Frage, wie man da hinkommt. Ja, ich lasse es. Das ist mir eh nicht genug wert. Ganz ehrlich. Weiß nicht, was ich damit anfangen soll, um ehrlich zu sein. So. Ja. Dann klappern wir diesen Bereich hier kurz ab. Fliegt noch weiter weg. Warte. Und hier ist. Kann man hier ins Wasser? Will man hier ins Wasser? Ich glaube kaum. Da oben geht es noch lang ein bisschen, aber auch nicht weit. Dann brauchen wir hier nicht mehr hin. Okay. Ich hoffe, wir kriegen diesen ganzen Bereich in dieser einen Session abgeklappert. Vielleicht kriegen wir in jede Session einen so einen Bereich, weil die sind schon größer, als man unbedingt denkt. Auch Kila. Bei Taranis weiß ich es nicht mehr so genau. Ja, da kommt schon Scherge. Ich glaube, ich will sogar nicht richten, dass der kommt. Okay. Ich bin gerade ein bisschen unsicher, wo ich hier bin. Na, da ist eigentlich noch Schaufauge, ich Blindfisch. Das ist ironisch. So, dann. Müssen wir hier jetzt nach Norden so ein bisschen. Sieht man auf jeden Fall Skelette und so. Sonst ist hier nichts mehr, okay. Oh, das ist ein Magier. Und hinüber. Yo. Immer gecheckt, dass er tot ist. So, gibt's hier irgendwas? Kann man hier überhaupt rein? Was ist denn das für ein seltsamer Ort? Ah ja, da geht's rein, okay. Hey.
Capo! Raka! Irgend so eine kleine Festung hier in diesem Bereich. Es geht los! Ich sterbe mittlerweile echt schnell. Das Herrenhaus. Ich bin im Kampf. Ich weiß aber nicht, wo der Gegner ist. Hier ist, hier ist scheinbar das Herrenhaus dieses Bereiches. Der Tagebucheintrag eines Jungen. Heute besuche ich meinen Freund beim großen Herrenhaus. Sein Vater ist ein komischer Mensch, trinkt dauernd und ist immer schlecht gelaunt, verhält sich wie ein Pirat, aber tut so, als wäre er ein Dämonenjäger. Merkwürdiger Typ. Manchmal nimmt er uns mit in den Eisenwald, um zu jagen. Das ist spannend. Aber in letzter Zeit nicht mehr, es ist zu gefährlich geworden, sagt er. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Dämonenjäger werden. Jetzt nur eine Ahnung, wo der Gegner ist. Jesus, Alter! Wegen sowas habe ich mich in Gothic 1 schon zu Tode erschreckt. Ah, kommt aus dem Nichts angeschossen hier. Und da kommt schon der nächste. So, ich denke, das war's jetzt. Mann, ey, da unten sind immer noch voll viele. Ja. Erstmal die Truhe knacken. Oh lol. War ja einfach. Robuste Lederhose. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich da an was. Außerdem, das hier gibt Schwerter und Armbrüste. Okay, brauche ich nicht unbedingt. Die Hose. Genau, diese Morgans-Klamotten. Moment, hier kriege ich mehr Magie sicher, aber weniger einschüchtern. Ja, die Morgans-Hose zum Beispiel ist nicht gut. Die ist besserer Schutz, aber gibt halt keinen Einschüchtern. Aber ich denke, ich habe mittlerweile auch genug Einschüchtern. Diesen Morgensmantel, der gibt mehr klingensicher und kugelsicher, allerdings keinen magiesicher. Sieht ganz interessant aus. Könnte beides ganz nützlich sein. Die Morgenstiefel tatsächlich sind besser. Er braucht sie jetzt nicht mehr. So, dann haben wir uns ein bisschen hier Fashion geändert. Was ist das? Blut der Biest! Aber gar nicht Flug, natürlich. Du bist so weise, Sadik. So. Ein Rezept für einen Ritualtrank. Ja, hier irgendwo müsste doch jetzt auch genau das... Nee. Das sind die Überreste doch, einer sehr alten Schriftrolle. Wenn das nicht dieser Zauberspruch für das Geisterritual ist. Genau, das dachte ich mir doch auch. Dann hätte ich das jetzt. Das habe ich nämlich suchen sollen für Eldrick. Stirb, Dämon! Wo denn? Ah da, oh nein. Au! Okay. Das ist wieder ein Gegner. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich komme von hier aus zu Eldrick zurück, wenn ich es richtig mache. Bin noch nicht ganz fertig hier. Warum sind hier so viele Schädel? Was kann ich mit denen anfangen? Hoffentlich nichts. Und was ist das hier? Auch nichts. Man muss ja nicht jedes Geheimnis lüften. Capo! Kabuki! Ah, Mann! Au! Nervig! Wieso lässt sich das nicht zurückwerfen? Au! Au! Schluss jetzt, ey! Fuse, Rumpf, aber kein Flugturm. Oh, oh, Jesus! Ich dachte jetzt echt, das wäre Sadik, der hier rausgekommen ist. Ja, Mann. So, haben wir jetzt mal langsam alles hier. Ah, da hinten sind die Dämonenjäger, okay. Aber ich muss auch noch Bescheid sagen, da ich die Schergen erledigt habe.
Und ich denke, hier kann ich mich auch dann kurz hinporten. Oder die Schatten, nicht die Schergen. Ansonsten sind wir, glaube ich, in dieser Hälfte des Weges durch. Ich glaube, Drake ist nicht mitgekommen nach Osten. Das heißt, die Quest kann ich noch nicht abgeben mit dem Leuchtfeuer. Deswegen muss ich da... Oder ich könnte ihn schon, aber müsste ihn wegteleportieren. Wäre schon eine Möglichkeit. Ich denke, ich tue das auch kurz. Was war das denn? Hast du gerade an mir geschnüffelt? Die Schatten beim Turm sind erledigt. Wirklich? Hast du dich auch gut umgesehen? Vertrau mir, da bewegt sich nichts mehr. Ich danke dir. Wenn es jetzt wieder sicher ist, kann Jakob gleich wieder an die Arbeit. Hier, das ist für dich. Redest du gleich mit ihm? Ja. Jakob, ich habe Arbeit für dich. Arbeit? Aber die Schatten? Keine Schatten mehr. Wir hatten Hilfe. Der Turm ist jetzt wieder sicher. Wir müssen die Zeit nutzen und unsere Vorräte einlagern. Fertige bitte ein paar stabile Kisten. Na schön. Aber wenn eines dieser Biester kommt... Beruhige dich. Wir müssen zusammenhalten. Gut. Ich kümmere mich darum. Noch gar nicht langweilig, wie ich hier rumhüpfe. Okay. Quest ist abgeschlossen. Wir gehen ganz schnell zu Drake. Das war keine Absicht. Ein paar Dämonenjäger chillen noch hier. Ich habe das grüne Feuer im Leuchtturm angezündet. Sehr gut. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Was möchtest du als Belohnung? Weiß nicht. Eine ordentliche Entschädigung wäre gut. Sollst du haben. Wenn nur ein einziger dieses Leuchtfeuer sieht und deswegen hierher kommt, hat es sich schon gelohnt. Hier hast du 500 Goldstücke. Das sollte dich für den Aufwand entschädigen. Ich hätte ihm auch drohen können. Aber meine Silberzunge ist genau, ist auch mega hoch. Ja, Einschüchtern ist nicht mehr so hoch. Silberzunge ist tatsächlich 120. So viel habe ich gerade auch gebraucht. So. Soweit hier alles erledigt. 500 Gold bekommen, die ich eigentlich nicht unbedingt brauchte. Geht aufs Haus, wäre genauso gut gegangen. Nochmal zum Geisterritual. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Gute Arbeit, mein Junge. Na dann, können wir loslegen. Gehen wir mal da hoch, räumen mal hier das Gebiet voll leer. Haben wir jetzt schon eigentlich einen Großteil, ich würde schon sagen mehr als die Hälfte. Wenn wir diesen ganzen Bereich hier haben, also ist es so ein Stück. Los, lass uns den Schattenlord aufmischen. Gut, aber vorsichtig. Hier draußen müssen wir aufeinander aufpassen. Hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Vorrücken und zusammenbleiben. Yippie, ganze Armee jetzt. Ich wollte schon sagen. Jo, Alter. Die einzige Sprache, die die Viecher verstehen. Kurz mal weggeben, Mann. Ey, ihr müsst mal kurz chillen, Leute. Ganz ehrlich, ich will hier auch ein bisschen plündern. Bin ja nicht zum Spaß hier, ne? Oh, alles dick. Leute, wartet! Ich dachte, wir sollen zusammenbleiben! Blut der Biest. Ich dachte gerade, er wäre irgendwie größer, aber er stand einfach noch so durch. Wen greife ich gerade an? Ich check's gerade nicht. Ey! So, ich kann nur hoffen, dass keiner von uns sterben kann. Zurück in deine Sphäre, Dämon! Respekt! Ja, ich glaube, wir nehmen die Viecher später aus. Das Mistvieh schnapp ich mir! Jetzt auch noch ein paar starke Dudes. Ei! Au, wieso immer ich? Den Biest hast du es gezeigt! Jawoll! Ja, ich glaube, wir machen Pause. Okay, dann nehme ich die Viecher mal aus.
Ciri steckt fest, Mason steckt fest. Ich gehe mal kurz noch in die Richtung da hinten. Da ist auch nochmal eine Truhe für mich. Okay, das ist auch ein Weg, den man hätte nehmen können, wie es scheint. Außerdem hat es hier ein Bett. Okay. Null Ahnung, was das hier alles ist. Da ist eine Truhe, die ich noch nicht habe. Okay. Habe ich wohl ein bisschen verballert, weil ich bin sicher, hier stand ich vorher mit den Dämonenjägern. Da ist auch noch eine Voodoo-Puppe, die ich nicht gesehen habe. Wieder ein Papageienflug. Ist ja nicht so, als hätte ich fast 40 Stück davon. So. Haben die aufgehört, auf der Stelle zu laufen. Ich hoffe, der steht da, wo er soll. Sie haben sich gut organisiert. Es wird schwer werden, Ihnen das Handwerk zu legen. Könnt sagen, los weiter. Aber dann rennen wir direkt wieder. Also gut zu wissen, einsammeln kann ich das Zeug auch hinterher. Wenn wir immer wieder stoppen. Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Los weiter. Zusammenbleiben! Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Das war definitiv Edward, die Stimme. Der ist ja auch immer mittendrin. Zehn Biest, hast du es gezeigt? Das Vieh belästigt keinen mehr. Das hingegen sind ein paar starke Viecher. Ich glaube, zur Sicherheit hole ich mir auch kurz einen Schergen. Au! Alter! Säbe die mal kurz weg. Ist, wenn doch mal einer von meinen Leuten sterben sollte, merke ich es vielleicht gar nicht. Da muss ich echt aufpassen. Ich bin natürlich sehr darauf achten, dass kein einziger NPC stirbt, der nicht feindlich ist. Diese Viecher sind eine Plage. Das war's. Wie? Von hier zerhackter Felsen. Vielleicht finden wir noch etwas Brauchbares. Okay, wir machen die nächste Pause. So wie es hier aussieht, kann man leicht in einen Hinterhalt geraten. Ach, ein offener Kampf ist mir lieber. Ja, Edward sagt auch Dinge, wie es wäre ein Begleiter. Das ist lustig. Der ist jetzt kein Begleiter, weil er mit der Crew da unterwegs ist. Aber er spricht genau wie einer. Alter, waren das viele, what the fuck. Und sagt dann auch was, wenn irgendwie er an einem bestimmten Punkt auftaucht. So wie dieser Deck gerade. Oh je, hier gibt es auch noch einiges zu tun. Und einige Gegner. Ich werde mir einfach merken müssen, dass ich hier noch lang muss. Aber jetzt machen wir erstmal, fertig, wo die mich lang führen. Und dann muss ich das hinterher nochmal einzeln machen. Nicht auszudenken, wenn es diese Armee schaffen sollte, über den Lavastrom zu kommen. Weiter geht's. Wir haben es fast geschafft. Durchhalten! Ja, jetzt gehen wir in die andere Richtung, okay. Hier später nochmal umsehen. Hier geht's hoch. Die Biester lernen! So muss es sein! Scheißviecher! Wir alle. Die verdammten Mistviecher sind wirklich überall! Jetzt alle die Leiche angucken. Huh. Und jetzt pass auf! Das Schattenvieh hat's hinter sich!
Krepier endlich, du elende Scheißvieh! Oh. Eine Goldader. Zeitverschwendung des Todes gerade. Alle Stürme sind mir vorbei. Ja, man muss schon wieder Waffe ziehen. Die sind schon wieder im Kampf. Oh, lol. Alter. Diese Viecher sind eine Plage. So, hat doch geklappt. Oh. Mobbingkreis. Was mit dir? Höre förmlich. Leute, sorry, Winter. Das nimmt kein Ende mit dem. Ah, da ist wohl noch eine Skeletthöhle auch. Ja, zeig's dem Dämonenvieh! Sehr unspektakulär. Sieh dir das an! Dort drüben hat der Schattenlord seinen Ort. Er scheint ein besonders gefährliches Exemplar zu sein. Wir müssen gemeinsam vorgehen, wenn wir eine Chance gegen ihn haben wollen. Okay. Eldrick. Oh Gott. Dachte schon, wo will denn der hin? Okay, Jungs. Sieht alle super ready aus. Aber ich denke, nach dem Schattenlord werden wir uns wieder verziehen. Und deswegen räume ich jetzt erst den Rest frei. Danach machen wir den Schattenlord. Wir haben uns hier noch gar nicht wirklich umgesehen. So, weil hier geht es zum Beispiel noch lang. Eine kleine Sackgasse tatsächlich. Da ist einer, den ich killen will. War noch mal spannend gerade. So, was haben wir hier noch? Da geht es noch ein bisschen lang. Oh, okay. Da wollen wir jetzt nicht runterfallen. Interessant. Ich glaube, viel zu entdecken hat es hoffentlich nicht mehr. Ich will die auch nicht ewig da stehen lassen. Wäre auch nicht hundertprozentige Sicherheit, dass die keinen Blödsinn machen da hinten. Hier ist eine verschlossene Truhe. Mhm. Eine Mörserpistole. Ich hoffe, da kann ich drüber springen, ohne mir was zu brechen. Ja. Aber hier hat es nur ein Bett. Da unten sind noch einige Gegner. Läuft an Deck, Mann. Was tu... Ups! Stirb, Dämon! Oh. Stirb, Dämon, sagt er, während ich zu Tode stürze. Ich glaube, da lag eine Verwechslung vor. Ich glaube nicht, dass er damit mich gemeint hat. Na gut. Dafür gibt es, glaube ich, auch ein Achievement in Risen 1, wenn man sich zu oft in den Tod stürzt. So, also da brauchen wir nicht rüberspringen. Das ist sinnlos. Aber ich kann ja den ganzen Weg nachher wieder zurückrennen. Das mache ich ja wahrscheinlich kurz offscreen dann. Da oben wäre was, aber ich glaube, das sind keine Items. Ich glaube nicht, das daran zu erinnern. Aber ja, hier hat es schon noch ein bisschen Weg. Ich bin, glaube ich, von dort...
Ja, anders gelaufen, aber ich muss erstmal hier links hoch. Also. In diesem Fall ist es natürlich rechts. Aber wir haben einen Kopf. So, Nummer 1. Und da sind die, die ich vorhin gesehen habe. Perfekt. Oh, aber das ist nicht so perfekt, weil das Vieh da ist gefährlich. Junge. Aua. Reicht's. Das Scheißvieh ist unzurückwerfbar. So. Ja, ich mag diesen Move, wodurch man viel schneller kämpfen kann. Das ist auch ein sehr interessanter Kill. Soddele. Dann geht's hier noch hoch. Und ich habe auch gerade eine Eisenader gesehen. Da wollen wir nicht lang. Oh, eine Falle, okay. Kurz betätigen. Okay, ein paar Gegner. Wir bewachen irgendwas. Hier irgendwo ein Äffchen. So, aufgeräum dich. Hey, Captain. Du musst diesen Trank hier probieren. What the fuck? Das ist der Hammer. Er zeigt dir alles, was tot ist und doch lebt. Ah, wirklich gruselig. Nichts für schwache Nerven. Na, alles klar. Ja, irgendwann muss ich diese Schnäpse mal probieren, aber... Pff. Oh, hallo. Ah, du bist ein Hinweis. Ah, okay, okay, okay. Ich hab mein eigenes Äffchen. Ich setze das gerade in den Boden rein. Totenkopfring, ja. Geht's da noch weiter? Oh ja, da ist ein Golderz. Oh, oh je. Oh. Okay, zum Spieler zurückkehren. Das Elfchen lassen wir in Ruhe, weil es mir geholfen hat. Lassen wir es mal am Leben. Rum Gold. Bauplan für Diamant-Ohrring. Astralsicht. Aha. Okay. Ich habe auch jetzt gerade noch einen Ring bekommen, den ich aber wahrscheinlich schon. Ne, Knochenring habe ich schon. Totenkopfring ist ähnlich. Aber anders. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Weil sonst haben wir es, glaube ich, schon so gut wie. Da wollen wir jetzt irgendwie nicht hin. Nee. Okay, dann ist hier noch kurz eine Eisenader. Dann war drüben noch eine. Und dann können wir eigentlich gegen den Schattenlord kämpfen, fast schon. Mir fallen eigentlich noch zwei Wege ein, die ich noch nicht habe. Beziehungsweise vielleicht ist sogar derselbe Weg. Dann habe ich null Wege noch nicht. Ah, da ist noch die Eisenader. Die ich gesehen hatte. Nehmen wir das auch noch kurz mit. Ja. Und dann hätten wir eigentlich noch einen Part in dieser Session offen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir nach Kila oder Taranis wollen, wo und wo. Oh. Und wo wir dieses geheime Gebiet zuerst machen wollen. Aber ja, das hier ist die Stelle, wo ich vorher war. Wo wir dann nach oben gegangen sind. Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, dann gehen wir zurück zu Eldrick und den anderen und können den Schattenlord killen. Und dann, es kann auch sein, dass es noch eine Weile dauert, mit allen zu reden. Gerade mit Eldrick und mit der Story weiterzumachen. Ja, aber den Schattenlord machen wir auf jeden Fall jetzt noch fertig. Dann können wir im nächsten Part mal schauen, was so noch ansteht, was noch Sinn macht. Kann auch zuerst nach Taranis, weil ich glaube, in Taranis ist nicht viel zu tun. Allerdings ist Taranis, glaube ich, auch das Endgebiet, wo ich dann am Ende hin muss. Also macht Kida schon mehr Sinn. Ich würde aber auch gerne noch im Rang aufsteigen, bevor ich das alles mache. Dazu muss ich aber wahrscheinlich noch die Bücher der... Diese bösen Bücher holen. Und da fehlen mir noch zwei. Eins ist in Taranis und eins sollte eigentlich auf Kalador sein. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Ist das Komische. So, ich speichere jetzt auch mal wieder doppelt. Wenn es mich lässt.
Lass ihn uns angreifen. Auf geht's! Das ist jetzt die Entscheidung! Kalador der Menschheit! Da ist er. Gemeinsam schaffen wir es! Oh mein Gott, der hält ja gar nichts aus. Ich bin ja viel zu stark. Und ich den Super-Boss-Schattenlord da kurz mal so zerdichte. Die ganze Crew war da und keiner außer mir kam auch nur einmal zum Zuschlagen. Ich bin viel zu mächtig. Hast du kurz einen Prozess gemacht. Bei den Viechern darf man nicht lange wackeln. Wieder ein rohes schwarzes Herz. Krieg also dann wieder maximales Leben. Dann habe ich sogar 200, wenn ich das richtig sehe und richtig mache. Baumwürger. Oh, da geht's ja auch noch überall rein. Jetzt reden wir aber erstmal kurz mit Eldrick. Da ist noch ein Weg, okay. Ja, Eldrick, was sagst du dazu, War easy, ne? Der Schattenlord des Zweifels ist erledigt. Sehr gut. Auf diese Nachricht haben die Menschen von Kalador lange gewartet. Sie werden noch lange an ihn denken, nach all dem, was er ihnen angetan hat. Wir müssen das Kristallportal vernichten, aus dem er herausgekrochen kam. Wir werden die Gegend am Eingang zur Totenkopfhöhle sichern und dort auf dich warten. Komm zu mir, wenn das Portal vernichtet ist. Ach, da will ich noch rein. Okay, das ist das hier. Ah ja, klar. Hey, ich denke, ich habe hier meine Pflicht erfüllt. Bitte? Ab jetzt bin ich wieder bei deiner Crew. Ah. Wie sieht's aus? Ganz gut. Allerdings habe ich schon länger so ein ungutes Gefühl. Was stimmt denn nicht? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss es noch weiter beobachten. Mach das. Was ist mit dir los, Edward? Okay. Ich denke, die Totenkopfhöhle kriegen wir auch noch kurz platt. Das sollte ja eigentlich recht schnell gehen. Andererseits kann es auch riesig sein, weil wir jetzt zum ersten Mal in dem weiterentwickelten Gebiet sind und nicht in den Standard-Totenkopfhöhlen. Ich denke, ich spare mir das auch für den nächsten Part auf und gucke dann im nächsten Part, dass ich Kalador praktisch restlos abschließe. Eventuell auch noch diese Bücher kurz finde, bevor ich dann weitermache mit den Extra-Gebieten. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.